Ja, wir sind jetzt beim Stand von Thorsten. Kein Teamangler. Nee, der Thorsten, was machst du hier genau? Ja, zunächst einmal bin ich hier auf der Messe und mache Vorträge über Amsterdam. Und weil ich Holland so geil finde und auch mit der Fliegeroute fischen gehe, mache ich hier ein bisschen Fliegenbinden. Ich zeige euch mal so einen Streamer. Ich mache hier Hechtstreamer. Aber nur mit der Fliegenroute. Die kannst du auch mit der Spinnroute fischen. Ich hatte gerade hier mal gepflegt noch. Kannst du mit dem Chebaska-Blei das hier so einhängen und dann kannst du das als Kombination mit der Spinnroute dann fischen. Ich habe noch nie mit der Fliegenroute geangelt. Ja. Ich habe es mal probiert auf der Messe in Link. Ja, habe ich das gesehen. Habe ich gestrichen. Das darf keiner sehen. Nee, also ist eine Alternative, dass man als, sagt als Spinnfischer, ich will mit der Fliege fischen, kann aber nicht mit der Fliegenroute und dann mache ich mit dem Chebo-Rig dann halt meinen Streamer rein. Gut. Und wie man so einen Streamer bastelt, das zeigt uns der Thorsten jetzt kurz, würde ich sagen. Vielleicht ein paar Worte dazu. Ja, wichtig ist halt ein scharfer Haken. Das ist ein A und O beim Hechtangeln. Und wird jetzt ganz sauber hier eingespannt in den Bindestock. Ja. So, dann hat man jetzt hier, das ist kein Nähgarn, nur so ein spezieller Bindefaden, der dann erstmal auf den Haken aufgebracht wird. Als Grundwicklung, damit das Material hält. Das ist quasi die Basis, wie eine Grundierung beim Lackieren. Ja, richtig. Weil der Haken ist sehr glatt, ne? Mhm. Und wenn du jetzt da deine Grundwinklung drauf hast, dann hast du sozusagen deine Grundierung, wenn du so nimmst. Zack, zack, zack. Das ist quasi die Fäden. Ja. So, damit das Material dann da hängt. Damit sich das nicht auf dem Haken dreht, ne, dann fixiert man das kurz hier mit ein bisschen Lack. Das ist jetzt ein richtiger Lack, kein Kleber. Ne, das ist so ein Bindelack. Also wenn man jetzt sagt, man nimmt einen Nagellack zum Beispiel als Ersatz, die Köpfe werden weiß. Da kommt dann Wasser drunter. Das funktioniert nicht. Jetzt haben wir natürlich eine Menge Material hier. Ich bin so ein Fan, gerade in den Poldern zu angeln mit richtig Glitzermaterial. Da gibt es dann halt hier auf der Messe halt hier so Bindeexperten, die bieten das sehr günstig an. Das sieht irgendwie aus wie der Metal vom Weihnachtsbaum. Ja, richtig, so ungefähr. Das sind Textilien aus der, also aus der Textilfabrik, Kunststofffasern. So, jetzt hat man hier einmal den Schwanz. Von dem Köder quasi? Okay. Vom Schwanz, den Köder. So, jetzt macht man dann hinten. Wie beim Friseur, Thorsten, der Friseur. Zack, genau. Das ist ja dann mein Zweitjob, Friseur. Sieht man. Wie man auch sieht, genau. Ja, gut gestylte Haare, fast so. Wie ich. Ich habe immer die Käppi auf, ne? Weil morgens ist es immer so schwierig, sich die Haare zu machen. Ja, und ich habe, also da ich ja persönlich immer zusehe, dass ich gut aussehe, sehe ich immer zu, dass die Haare ab sind. Ne? Macht ja auch keinen Sinn mehr in meinem Alter. So, und jetzt kann man ja sagen, wir haben jetzt hier Kaninchenfellstreifen. Echtes Kaninchenfell? Das ist kein echtes Kaninchenfell in Weiß. Die gibt es halt in unterschiedlichen Farben. Wir haben jetzt hier, hatte ich vorhin auch noch mal hier ein paar, die werden gefärbt in Lila, wenn du jetzt mal hier siehst. Die werden dann eingefärbt in Lila, dann kriegst du so einen Redhead hin auch hin. Okay. Spielt unter Wasser wunderbar. Einziger Nachteil, dieser Lederstreifen nimmt Wasser auf. Und wenn der dann voll Wasser ist, dann wird der schwer. Hat aber dann wiederum den Vorteil, dass man kein Chebo-Blei davor machen muss, sondern dann kannst du den Köder tatsächlich auch einfach so werfen. Einfach so werfen. Was haben wir dann nachher für so ein Gewicht ungefähr? Circa mit dem Leder, sag ich mal, bei 10 Gramm. Ja, das kannst du schon so werfen. Das kannst du dann werfen. Jetzt haben wir so in so einem tollen Fall, ist ja Schnur gerissen. Passiert dann auch schon mal. Also mal eben schnell selber machen ist nicht. Ja, du musst es schon können. Nee, weil du brauchst diesen Zug auf die Schnur, damit das alles vernünftig hält. Und wenn du dann zugkräftig machst, dann reißt es. Das Schöne ist halt hier beim Hechtstreamer binden,
du kannst es grobes Angeln. Also hier, grobe Geschichte zum Binden, das kann an sich schon jeder schnell lernen. Wenn mich auf einem 22er Haken zum Beispiel eine Fliege binden muss, ja. Das geht nicht so schnell. Da musst du auch wissen, wie sich das Material verhält unter Zug. Wie du jetzt siehst, die Federn oder die Fasern stellen sich auf. Dadurch kriegst du eine sehr hohe Silhouette. Mal zusehen, dass die Fasern nach hinten gestreift werden, dass du davor schön sauber binden kannst. Kennst du eigentlich den Andy Wall? Du kennst Andy Wall, ne? Das ist der, der hier immer so viel Theater macht auf dem Messer. Der ist so stolz, dass er jetzt unter den Top 3000 ist in der Hitparade mit seinem Lied. Da reden wir nicht mehr drüber, ich bin in den Top 10. Das ist ja geil. Das ist jetzt quasi der Kopf des Streamers und dass man das da drüber legt. Genau, quasi, ne? Richtig. Der kommt jetzt vorne nochmal so drüber. Mache ich rechts und links. Der Fahnen will mich heute ein bisschen ärgern. Ja, aber ist ja nicht schlimm, da hast du den Fahnen verloren, ne? Wortwörtlich, ja. Das passiert mir immer in den Gesprächen. Ich weiß ja auch ab und zu nicht mehr, was ich erzählen soll. Was ja nicht schlimm ist. Es muss nur glaubhaft rüberbringen, dass du da. Oder gut schneiden können. Oder gut schneiden können, auch. Da sieht das gar nicht so aus, als wenn ihr der Faden gerissen wäre. Aber wir machen das natürlich echt. Jetzt mal was in Eigenwerbung von mir, ne? Ja. Von deinem Bloggerkollegen, dem Fischerino, gibt's demnächst ein geiles Video aus Amsterdam. Ich weiß, ich hab's gesehen, ich hab's auch schon gehört. Ja. Ich hab den Trailer gesehen. Geil, ne? Das ist schon ziemlich geil. Er hat mich überrascht, dass er jetzt den Trailer schon gebracht hat. Das dauert wahrscheinlich noch ein paar Wochen. Also bis wir dieses Video fertig haben, noch 2-3 Wochen. Okay. Denke ich. Ja. Dann wird das Video auch schon da sein. Beim Fischerino dauert es ein bisschen länger immer. Das haben wir vor 2 Monaten gedreht. Ja, das hier geht bestimmt jetzt nächste Woche online. Ja. So, jetzt haben wir jetzt hier die Augen. Fixiere ich jetzt auch nochmal. Und wenn wir jetzt beim MB am Wasserbecken gehen, dann kann ich euch den auch unter Wasser zeigen. Dann, warte, wir springen. 3, 2, 1. Hopp. Ja, wir sind jetzt schon am Wasserbecken. Thorsten führt uns jetzt mal vor, was wir gerade gebunden haben und wie das nachher unter Wasser aussehen wird. So, jetzt ziehen wir erstmal dem Kaninchenfell erstmal die Luft aus dem Fell, ne? So, und dann... Das ist natürlich schon eine sehr, sehr langsame Angelei dann auch, ne? Also, du kannst halt wie du siehst, der bleibt liegen und er arbeitet trotzdem noch, ja? Der kleinste Zug und er baut sich dann auf. Und sowas fischst du dann auch in Amsterdam oder? Nee, das ist so eine Geschichte für die Polder, ne? Wenn du mal einen schönen dicken Hecht haben willst und auch alles andere genau. Geht's nicht. Da geht's jetzt bei mir nächsten Monat im November los mit den Poldertouren. Ja. Und dann. Machst du da auch Guidings? Dann machen wir auch Guidings. Ja. Auch an den Poldern. Ja. Holland hat ja genügend Polder. Ja. Ne? Weil man auch immer wieder auf die gleichen zurückspringt, ne? Immer, ne?
Genau. Und ich fange mit dem ersten. So. So sieht der Köder dann aus, wenn er nass ist. Der Thorsten, wenn wir uns sehen, wir gehen bestimmt mal zusammen ins Wasser, wird so langsam mal Zeit. Dann zeigt Thorsten mir, wie ich damit einen Hecht fangen kann. Ich einen Hecht fangen kann, nicht du, ich. Ja, ja, genau. Also das wird schon schwierig. Und ich sage besten Dank, Thorsten. Danke für die klasse Spaß hier noch, ne? So, dann springen wir mal wieder zurück und gehen dann weiter zusammen.